Hallihallo, der Marc vom TC Stubinis hier. Bei mir sitzt die Isabella und die Isabella ist die Freundin von der Gloria. Hallo! Die war noch steckt wo, hast du gesagt? Beim Corona sind wir in der Neustadt. Und du hast jetzt ein, was ganz, sag ich mal, nicht erschrecken, liebe Zuschauer, ekliges. Ja, es ist richtig, richtig lecker. Das kann schon selbstständig sprechen, hat Arme und Beine dran. Ja, ne? Das ist also ein Wildfleisch vom Feinsten, Wildfleisch Deluxe, will ich da sagen. Ich kenn's nur vom Ohr eigentlich. Ja, dass man das im Mund kriegt, ist schon sehr traurig. Also da kannst du nichts dafür, nehmen wir hinten an. Wir stellen uns zum Piercing auch, ne? Wir machen aber was Sinnvolles. Ja, genau. Wir haben auch ganz schön das Bauchhörnchen-Piercing verarztet. Auch das war ein Scheiß. Ja? Jetzt wollen wir mal die Zunge betäuben. Hochheben. Kannst du den mal bitte höher noch ziehen? Du hast ein krass kurzes Zungenband. Okay, kannst du wieder lassen. Ja, kurzes Zungenband, nicht so toll, aber das kriegen wir trotzdem gestochen. Aber bei der Gloria konnte sie sich anders strecken, die hat ein ganz anderes Zungenband. Das heißt, wenn die eigentlich vergleicht, Zunge rausstreckt, wird das komplett anders aussehen. Aber wir beide Zungen, wir sehen natürlich beide auch ein schönes. Aber ich muss es immer anatomisch anpassen, ja? Nur das ist wahr. So. Also, das schmeckt grauslich. Ja. Dieses Mittel. Ja, aber es schmeckt nach Banane. Nach grausiger Banane, oder? Ja, aber so komisch weiß. Ich weiß. Es ist ja Schatz. Aber es wirkt gut, wisst ihr. Aber es müsste besser schmecken. Ich verrät mich auch immer noch. Glitzersterne bei der Zunge? Ja. In weiß? Oder hellblau oder rosa? Hellblau. Hm. Genau, die andere ist auch einfach. Du bist die blaue. So. Also. Dann haben wir ein Zungenpiercing, 22 mm, blauer Stein, untere Kugel auch blau, alles. Es fühlt sich schon komisch an. Tja, du wolltest es auch haben. Aber es ist besser, das sehen. Die Tollung ist dann quasi richtig gut. So, jetzt das Thema zu dieser, sag ich mal, dem Wildfleisch im Mund drin, was wirklich recht krass ist. Falscher Schmuck sicherlich, Chirurgenstahl. Noch andere Fehler, sicher auch die Pflege falsch, kein Pontolin-Mundspray und die Zeuge Mundspray, oder? Ich bekam dieses Pegacare. Ja, auch so ein Ding. Dann habe ich mit Octinisept gearbeitet. Aha, okay. Das hat mir meine Mom dann gegeben. Dann war es, zumindest beim Bauch, was besser. Das ist vom Verein her, war das eigentlich ziemlich gut, das beim Mund. Ja. Aber ja. Aber jetzt nehmen wir alles bitte mit Pontolin, dann nehmen wir die Mundspülung, dann wird das gehen in den Mundspray in die Zunge drin lassen. So, wir machen das. Okay. Entschuldigung. Das ist mir so eng gerade. Da ist Chirurgenstahlschmuck drin. Das ist sehr deutlich. Das ist recht krass schon an der Wucherung. Oh je, Mädel. Was hast du da aber schon wieder? Ja. Meine Zunge fühlt, also meine Lippen fühlen sich auch taub an. Ja, das ist normal. Das liegt am Spray und der macht bunt und taub. Ja, der Ronas in Wiener Neustadt macht das nicht. Ja, sehr auslassen. Wir nehmen hier ein Titanlabrett mit einer Wildfleischdisk und einem Titan. Lass ich die dann drinnen, diese Platte? Naja, jetzt mal, bis es weg ist. Aha. Sehen uns eh in ein paar. Entschuldigung, ich muss wieder unter Druck gehen. Ja, ja. Wie alt ist denn sein Mund? Ungefähr. Ein Monat? Nein, mehr. Okay. Zweieinhalb. Wann kam dieses? Ist das noch der Erstschmuck gewesen? War das noch der Erstschmuck oder war das schon mal gewechselt? Nein, die Kugel ist gewechselt und das Stäbchen ist kürzer. Okay. Ja, also gut. Das ist einfach, sag ich mal, einmal alles falsch. Jetzt sieht man das mal, wie das Wildfleischdisk eben die drückt sanft dagegen. Damit haben wir noch eine hohe Chance mit Pontolin-Mundspülung in Verbindung, ja. Es gibt auch das Tyralex, das werde ich dir noch gleich nochmal sagen, das will ich mal drauf tun, so eine Tinktur gegen solche Aften. Damit kriegen wir sowas noch recht gut in den Griff. Aber ob das wirklich ganz verschwindet, ohne dass du es entfernst und neu stichst, kann ich dir nicht versprechen. Traurig. Ja, aber dann weiß ich schon mal, dass ich daher stechen werde. Dann drehen wir rüber. Ja, die Gloria kommt auch nochmal für ihr Septum. Das ist ja auch, das ist ein Septum, das kommt verkauft. Ja, das will ich auch haben. Das ist mein Nächstes. So, der Lieben. Gut. Warum denn überhaupt? Ja, ihr wärst ja gleich zu uns gekommen. Ist dann auch billiger und schneller und besser. Ja, die Gloria kennt euch auch noch nicht so lange. Wir haben ziemlich viele Videos geschaut.
Das passt gut. Naja. Wir haben auch heute 4 geschaut. Sehr schön. Hat mir zwar die Angst nicht wirklich genommen, aber... Warte, schauen wir dann. So. Wir stechen. Du steckst die Zunge weit raus, mach die Augen zu, konzentriere dich bitte nicht mehr aufs Video, sondern nur auf mich und meine beruhigende Stimme. Ihre Augen werden ganz schwer. Jetzt habe ich meinen guten Hypnotiseur, oder? Vielleicht kann ich Hypnose machen. Ich würde das voll gerne können. So Hypnose, ja? Und dann sagst du den Leuten, die müssen irgendwas machen. Also wenn es wirklich so funktioniert, dann sagst du, okay, jetzt steh auf und kacka wie ein Huhn, dann machen die das ja schon lustig, oder? Ja. Wenn man das so spontan könnte, ne? Könnten die Leute voll so manipulieren, wie man sie gerade braucht. Ja? Sie wollen mir das und das schenken. Machen sie drauf. Oh, ich wollte das schenken. Oh, danke, das ist ja mein Interesse. Und also recht, das muss ganz locker bleiben. Ich habe eine Frau da gehabt, die hat eine Hypnose gekonnt. Und auch ihre Stieftochter konnte sie hypnotisieren, weil sie da das gelernt hat, die Ausbildung gemacht. Und sie konnte sich quasi mit einem Wort sofort in den Schlaf versetzen. Dann hat sie ihr was gesagt, Schlaf, dann war die sofort weg. Dann ist Pissing gestochen, dann macht sie so, schön mal rauf, zack, war die wieder da. Total. Leider kein Video machen dürfen. Wollten die nicht, aber es war mega. Und jetzt sagt es, gibt wohl richtig krasse Hypnotisierer. Wenn du veranlagt bist, dass du dich hypnotisieren lassen kannst, nicht jeder gibt, es geht nicht bei jedem, oder man kann sich dagegen wehren, dann kannst du jemanden, der leicht empfänglich ist, ein richtiger, voll krasser Profi, das wohl wirklich, ohne dass du das groß merkst, wirklich hypnotisieren. Krass, ne? So, Mund zumachen. Sie müssen eben mal zumachen kommen, um Piercings zu stechen. Rückschau, kommst du wieder zu uns? Zum Stechen? Ja? Sag mal was. Ja? Ich glaube, ich habe sie falsch hypnotisiert, sie kann nicht mehr sprechen. Oh ja. Ja, es geht noch. Da werden wir schauen, Mann. Das ist es. Das ist gerade schräg steht, teilweise, es liegt eben an der Mundhöhle unten, wie ich dir gerade schon vorher gesagt habe. Schön, oder? Taub, ne? Alles. So. Darf ich noch mal kurz? Ja. Super. Alles soweit in Ordnung. Das Plättchen sieht komisch aus, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, da wirst du dich aber sehr schnell daran gewöhnen. Und ich drücke die Daumen, dass dieses Ding weggeht. Ja? Wir sollten uns in 2 Wochen eh nochmal sehen, das Zungenpiercing zu wechseln. Ja. Wenn es dann, sage ich mal, weg ist, ist es toll. Oder besser, ist es noch besser. Aber wenn es nicht weg ist, schau es mir einfach an. Ja? Du nimmst jetzt die Produkte, die ich dir gesagt habe, das Duralux, die anderen Sachen habe ich dir eingebaut. Und dann sollte das eigentlich weggehen, Gloria. Gibt es Fragen von dir? Du nimmst jetzt bitte die Mundspülung. Ja. Den Mundspray mal mit. Erster Schritt ist, Mundspülung, Mundspray nehmen. Erster Schritt bitte die Hände waschen, desinfizieren. Da habe ich auch eine Spur mit dem. Okay, mal kurz. Hat euch diese Bänder der Gloria jetzt gefallen? Das ist unser Golden Hands. Echt geil, ne? Ja. Unser Handhygiene-Spray. Also irgendwie Hände waschen ist ein bisschen wichtig. Dann nimmst du bitte Zähneputzen, ganz normal. Nach dem Zähneputzen eine Minute lang Mundspülung nehmen, 10 Milliliter. Spuck dann einfach aus, fertig. Tagsüber nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray. Einfach 2 Sprühe rein. Rauchen? 3 Tage wäre gut. Und wenn dann keine Vorderheit rauchen. Gut. Essen, trinken, alles was normal ist, also Nudelsuppen, Alete-Gläschen, Babybrei geht natürlich leicht. Schnitzel mit Pommes oder Burger musst du schauen, wie es geht. Wenn es geht, darfst du es essen. Die frischen Milchprodukte weglassen. Eiswürfel bitte nicht lutschen. Es ist zu kalt, aber natürlich kann die Getränke kannst du zu dir nehmen. Ja? Eine Kugel Eis kannst du auch schenken. Und du kannst dich dran ersticken. Die Stimme kann nicht schwarz sein, dass die Gloria wissen wollen, das kann halt nicht passieren. Aber ich kann das sagen. Ja? Und ansonsten, wenn irgendwie Fragen sind, meldest du dich. Rumknutschen weniger, mit Mund zu, kannst du auch schwimmen gehen und schwimmen hier ein bisschen warm, ein bisschen gemütlich. Ich gebe dir das mal mit. Dann danke ich dir fürs Kommen. Darf ich dir das so mitgeben? Ja. Hat mich gefreut. Dankeschön. Dann sagen wir noch kurz Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus, ciao.